Servus Leute, hier ist euer NüsiWS mit einem brandneuen Commentary und mein heutiges Thema beschäftigt sich mit dem Internet bzw. mit der Abhängigkeit, die eigentlich daraus entsteht. Natürlich hat das Internet einige Vorteile, die ja wahrscheinlich jedem bekannt sind, sowas wie soziale Netzwerke, Facebook, Twitter, Google+, keine Ahnung, was noch sowas alles gibt, WhatsApp sicherlich auch, weil ich denke mal, dass auch jeder von euch ein Smartphone mittlerweile hat. Oder auch sowas wie unterhaltungsmäßig, wie YouTube, Clash of Clans, Modern Combat, andere Online-Games und so weiter und so fort. Wikipedia natürlich, Nachrichten, Internet, Fernsehen, die Liste ist wirklich unendlich lang. Ach so, Musik, das ist fast das Wichtigste, wenn ich ehrlich bin, aus meiner Sicht zum Beispiel. Die Liste ist wirklich unendlich lang, was für Vorteile das Internet bietet. Aber ich finde persönlich, es ist auch wirklich Nachteile da, die man auch nicht irgendwie aus den Augen verlieren darf. Ich kenne zum Beispiel einige Leute, die sind eigentlich süchtig, weil sie dauerhaft erreichbar sein wollen. Ich falle da teilweise auch drunter in diese Sparte rein und kann mich da nur ganz schwer von lösen, mal nicht den Tag aufs Handy zu schauen oder sowas. Und das ist, finde ich, schon richtig krass, wenn wir so in jungen Jahren schon so abhängig sind von etwas. Und ja, ich möchte eigentlich gar nicht so abhängig sein, aber irgendwie ist das fast ein Muss in der heutigen Zeit, wenn man sich das mal überlegt mit der ganzen Wirtschaft und die dann eigentlich auch verlangt, dass die ganzen Leute dauerhaft online sind und erreichbar sind, damit sie zusammen kommunizieren können durch die Zeitverschiebung. Wenn man international unterwegs ist, ist es noch viel krasser. Und ja, aber es fängt schon in jungen Jahren an, wie eben bei uns, dass wir eben schon Facebook, WhatsApp und so weiter einfach ja, süchtig sind. Und was ich auch noch krass finde, ist einfach der Information Overkill. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt, aber im Internet kannst du alles finden. Und zwar wirklich alles. Und so viele Informationen, dass es gar nicht möglich ist, einfach alles wahrzunehmen und toll zu finden und durchzulesen. Und es sind viel zu viele Informationen. Man muss einfach lernen, daraus die wichtigsten Informationen zu ziehen und aus den Quellen, denen man auch traut. Sonst geht man da komplett unter. Daraus entschließt natürlich wieder ein Vorteil, also den kann man da reindeuten, dass man lernt, umzugehen, welche Quellen sind sinnvoll und welche nicht. Aber naja, das ist halt dementsprechend aus dem Nachteil, finde ich, entsteht der. Und ich finde, es ist auch kein großer Knackpunkt, wegen dem man unbedingt das Internet toll finden muss. Natürlich ist das Internet toll, aber das ist für mich nicht der hauptausschlaggebende Punkt. Ein weiterer Nachteil ist für mich eindeutig der Zeitkiller. Wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich eigentlich mir vorgenommen habe zu lernen und dann doch wieder irgendwelche YouTube-Videos angeschaut habe oder irgendwelche Nachrichten beantwortet habe oder sonst was. Oder auch einfach Referat im Internet recherchiert und dann, ja, schauen wir mal kurz in YouTube, was da los ist. Und dann sieht man ein Video und dann geht's weiter und so weiter und so weiter. Ich denke, das kennt ihr teilweise. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch da so beschäftigt, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich mich da teilweise richtig leicht ablenken lasse und einfach auch viel Zeit totgeschlagen wird, wenn man auch Paringo manchmal, wenn man da so in der Nacht noch irgendwie chattet und so, dann sind wir plötzlich 2-3 Stunden weg und du denkst dir, wow, was habe ich bitte jetzt gemacht? Dabei hat natürlich auch wieder seine Vorteile, man hat dann wieder seine Kommunikation, seine Community und so weiter. Ich denke, das ist euch allen bewusst. Ich möchte es jetzt gar nicht so in die Länge ziehen. Und was ich auch noch finde, ist halt die Konzentrationsbeeinflussung, die mittlerweile dadurch ja doch recht gravierend ist. Ich sehe es ja an mir schon, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ich lasse mich dann doch oft bei Referaten einfach ablenken, obwohl ich das gar nicht will und kann mich dann gar nicht mehr so gut auf etwas konzentrieren, was ich eigentlich vorhatte. Ich denke mal auch, das ist schon im Unterricht teilweise erkennbar, bei euch wahrscheinlich auch schon, wenn einfach die Handys im Unterricht rausgezogen werden und WhatsApp und sonst alles Mögliche gemacht wird, nur eben weil man online sein will, weil man keinen Bock mehr hat, weil es langweilig ist und so weiter. Das ist aber grundsätzlich, ich denke mal, dass das früher nicht so war, dass die Konzentration durch solche Medien so stark beraubt worden ist. Wobei man da ja natürlich auch wieder sagen muss, man lernt dann mit der Zeit den Umgang und ja, was gut für einen ist, wie lang es gut für einen ist. Und ja, wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist man eben abhängig oder muss versuchen, sich selbst zu entziehen, wenn man es früh genug merkt. Das mache ich jetzt zum Beispiel. Ich fahre jetzt für die Abiturvorbereitung, fahre ich eine internetfreie Zone sozusagen, wo ich nur einmal morgens und abends kurz Internet habe und der Rest eben nicht. Und das mache ich einfach eben, um
nicht diesen Zwang zu haben, online zu sein, irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen oder sonst irgendwas zu haben, um mich einfach auf meine Abiturvorbereitung zu konzentrieren, um besser lernen zu können, um einfach abschalten zu können, um von dem ganzen Schmarrn wegzukommen. Außerdem möchte ich mir selbst beweisen, dass ich sozusagen nicht so krass internetabhängig bin und dementsprechend nicht so viel Internet bräuchte, wie ich es eigentlich konsumiere. Deshalb, ich denke einfach, dass das Fazit aus meinem kurzen Commentary einfach ist, dass das richtige Maß ist wie immer das A und O von allem. Und ja, wenn man selbst herausfinden will, ob man wirklich so krass internetsüchtig ist, probiert es einfach mal eine Zeit lang ohne Internet, ohne WhatsApp, ohne Handy. Ist vielleicht schwer, aber wenn es wirklich ein paar Tage schafft, dann seht ihr einfach, dass ihr nicht davon komplett abhängig seid. Und ja, selbst wenn ihr abhängig seid, solange es euch nicht stört oder ihr wirklich Probleme habt, dass ihr überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommt außer eurem Handy, würde ich da jetzt gar nicht mal so Beachtung drauf schenken. Ich würde an eurer Stelle wirklich ein bisschen auf euch selbst aufpassen. Es geht natürlich auch ein bisschen auf die Gesundheit mit der Zeit. Und die Zukunft ist natürlich auch internetabhängig davon. Das besteht überhaupt kein Zweifel. Ich bin eigentlich schon auf dem Weg in meine internetfreie Zeit. Ich mache dieses Commentary gerade am Mittwoch, obwohl es eigentlich erst am Sonntag kommt. Aber ich weiß ja, dass ich kein Internet habe. Deshalb wollte ich das noch schnell hochladen. Deshalb auch nur ein kurzes Commentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, ja, haltet einfach die Ohren steif. Bis zum nächsten Video. Servus, Leute.